Hallo und herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin der Falco und heute geht es um den IM Master 9804 Grand Lamborghini 1 zu 10 mit 2127 Steinchen. Ja, das Ding ist wirklich heiß und ich fand das wirklich cool und habe mir gedacht, naja, das könnte mal was richtig Klasses sein, weil ich stehe auf Lamborghini. Und ich mag die Autos sehr gerne. Ich habe hier einige schon geklemmt. Und ja. Ihr seht hier auch den Rabattcode dazu, das ist einmal die statische Version, dann kommen wir einmal noch zur Dynamic-Version, die ich habe. Ich habe diese knappe 100 Euro ausgegeben, aktuell ist es ja so, dass der Preis sich von Euro zu Dollar kaum noch unterscheidet, weil der Euro dementsprechend ja momentan ein wenig am Abschmieren ist. Aber das soll jetzt mal nicht unsere Sorge sein, sondern mir geht es nur darum, dass ihr wisst, was da für ein Preis kommt und was da für ein Preis hintersteckt. Und dazu gibt es noch das LED Light Up Kit für 20 Euro, knapp 20 Euro dabei. Das habe ich auch mit eingebaut. Und ja, ich würde sagen, wir kommen allgemein erstmal dazu, das jetzt so langsam zu bewerten. Ich starte jetzt auch gleich mit dem Unboxing, beziehungsweise Untüting war es ja diesmal wieder. Und ja, das Interessante ist ja wirklich hierbei gewesen, die ganzen Partpacks sind alle in diesen Kartons, stecken alle in den Kartons. Die Felgen, die waren klasse, die fand ich cool mit dem Grün. Vor allem, die sind komplett schmirgelglatt, das sind richtige Drifterreifen hier, womit das Ding loslegen kann. Ein Blick in die Anleitung verrät uns hier, wo die Reise hingeht. Da ist sogar der Stickerbogen. Ich hatte nicht gesehen, dass das wirklich alles Aufkleber sind. Ich habe gedacht, da wären irgendwie die Panels ein bisschen anders gestaltet etc. War ein bisschen enttäuscht darüber. Und wir haben am Ende auch eine Teileliste. IM Master nennt sich jetzt neu. Im Chinesischen ist es immer noch Kuiyui. Nee, Kuiyui. Ich habe das auch schon ewig nicht mehr geklemmt und ewig nicht mehr gebaut, weil die damals ja diese Probleme mit den Achsen hatten, dass die Achsen nicht gepasst haben. Und was damals ja schon ein kleines Problem war. Dieses Mal ist es aber so, dass die Klemmkraft sehr leichtgängig ist. Also es orientiert sich sehr stark an den Originalen aus Dänemark. Ah, hier, die Akkubox. Herzstück. Cool, oder? Alles mit diesen Telefonanschlüssen drin. Ich sage immer Telefonanschlüsse. Ich weiß nicht, ich vergesse immer diese spezielle Bezeichnung dafür. Ich kann mir das einfach nicht merken. Das geht mir nicht in den Kopf rein. Tut mir leid, Leute. Das kommt halt manchmal so vor. Die Fernbedienung ist auch ganz klassisch gelöst. Auch mit zwei Batterien. Schalter und allem drum und dran. Jetzt packen wir erst nochmal die ganzen PF-Parts aus. Hier ist nur Kabel drin. Die ganze Box nur fürs Kabel und für die Anleitung. Wie halt sowas funktioniert alles. Das findet ihr aber auch alles in der Anleitung selber. Die Anleitung selber ist auch sehr gut gestaltet. Das einzigste Manko, was ich hierbei festgestellt habe, ist wirklich, ihr müsst alle Teile auf dem Tisch ausbreiten. Das ist wirklich nervig und störend. Ihr werdet das auch sehen, wenn wir jetzt dann in den Bauschritten sind. Ich habe alle 100 ungefähr mal Halt gemacht und euch gezeigt, wie es jetzt so ein bisschen aussieht, weil es gibt keine Abtrennung mit 1, 2, 3, 4, wie wir das normal kennen, sondern es wird einfach nur straight von Bauschritt 1 bis Bauschritt 370 geklemmt. Da gibt es keine Unterteilungen und sowas. Das ist alles dann auch wirklich auf dem Tisch und meine Frau hat ganz schön geschimpft, weil der ganze Küchentisch war voll. Ja, der hat schon ist schon ein Riesenteil und war halt komplett voll. Die Motoren sehen auch ein bisschen anders aus wie die klassischen Motoren, die wir kennen. Aber bei Kuiyui war das ja damals schon so. Hier ist das Light Kit. Wenn ihr den QR-Code außen auf der Schachtel scannt, bekommt ihr auch eine Anleitung geliefert, die bebildert ist, womit ihr das ganz einfach und simpel einbringen könnt, die LEDs. Die habe ich auch so eingebracht. Und ich habe es ein bisschen geändert, also an manchen Stellen. Weil mir war das ein bisschen zu viel Fuddelkram. Ihr kennt das ja selber von mir, dass ich da nicht so gut bin. Kommen wir jetzt erstmal zu dem ersten Step nach 100 Schritten. Wir haben die Lenkung gebaut. Wir haben die Plätze für die Motoren auch fertig gestaltet. Die kommen da hinten rein.
Alle beide kann man alle nachträglich einbauen und wieder rausnehmen. Das ist das Schöne dabei. Also, ihr könnt damit ein Display-Modell machen oder ein normales Modell, was halt Dynamic hat. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Der eine Motor treibt die eine Seite an, der andere Motor treibt die andere Seite an. Wenn ihr da ein bisschen pfuscht, dann habt ihr am Ende das Ergebnis, wie ich auch. Dass ihr nicht so ganz gerade ausfahren kann. So. Jetzt sind wir aber ein bisschen schon weiter bei Bauschritt 210, war ich da, glaube ich, schon, dass ich die Seitenschweller dran gebracht habe. Da ist hinten der Fake-Motor drin. Vorne die Karosserie nimmt Gestalt an, der Unterboden ist schön zugebaut. Das war wirklich wunderbar. Wir haben keine Federung in dem Modell, der braucht auch keine. Also trotzdem, dass die Klemmkraft eigentlich nicht so gewaltig ist, haben wir trotzdem im Vergleich dazu aber doch eine sehr hohe Haltbarkeit. So, und da kommen wir schon zu dem fast letzten Abschnitt. Und ihr seht jetzt hier, jetzt ist fast alles komplett fertig. Uns nimmt immer weiter Gestalt an. Wir haben die Sitze, der Beifahrersitz ist beweglich. Ich habe die aber hinterher wieder rausgeschmissen, die Sitze, weil einfach für die PF mehr da sein musste. So, und dann kommen wir schon zu den Bildern, wie es am Ende aussieht mit Beklebung. Ich habe mir extra Mühe gegeben. Ich habe mit der Pinzette alle Aufkleber ganz fein säuberlich aufgebracht. Und ja, ihr seht ja, das Ding sieht echt cool aus. Also, es sieht wirklich klasse aus. Und es sieht nicht nur klasse aus, sondern es macht auch dementsprechend Spaß, damit zu spielen. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich. Zum Spielen mit der PF-Version lohnt es sich. Weil das Modell geht mal richtig ab. Auch dass er jetzt nicht so die Mörderfunktionen hat wie manch anderer. Ihr könnt die Türen aufmachen, könnt den Motorhaube aufmachen. Das war's. Punkt. Wenn ihr euch was Gutes tun wollt, dann bestellt euch, wenn ihr das Set kauft, noch da die Pins dabei. Schwarze. Dann sieht das besser und eleganter aus. Ich würde mir ein paar schwarze und ein paar weiße dazu bestellen, weil das sind so die Grundfarben von dem Modell. Sowohl die Dreier als auch die Zweier. Und dementsprechend die mit Pin und Achse. Im Innenraum seht ihr dann hier mein ganzes Kabelchaos liegen. Das muss ich jetzt dann fürs Display noch ein bisschen verstecken und machen. Aber mir ging es jetzt erstmal um die Funktion, ob das auch so gut aussieht. Am Unterboden, ihr seht schon, der hat schon einige Runden dann gefahren. Das sieht ihr jetzt an den Reifen, dass sie schon ein bisschen abgenutzt sind, weil ich hatte einfach ein bisschen Spaß damit. Ich wollte einfach mal gucken, wie ist es jetzt und wie fährt er sich. Und ich war baff und bin dann sofort mit dem Ding rausgegangen und habe den halt gleich auf der Straße gefahren. Und da war ich so vertieft in das Spielen, dass ich beinahe unter einen Traktor gefahren bin. Ihr werdet es jetzt gleich sehen, warum, wieso, weshalb man so vertieft darin sein kann. Hier seht ihr auch nochmal vorne in der Motorhaube, das Kabelmanagement ist ziemlich gut gelöst. Für die Elektronik, für die LEDs. Also es läuft alles sauber weg. So von außen her ist da nicht viel zu sehen, es sei denn, im Innenraum hat man ein bisschen gefuschelt wie ich. Ja, da liegt noch was da unten in der Tür drin, der dann Beleuchtung macht. Beleuchtungsbilder kommen ganz am Schluss. Auch eine kleine Beleuchtungsfahrt. So, dann kommen wir mal dazu, wie er draußen wirklich rumflitzt. Und das sind eins zu eins die Geschwindigkeitsaufnahmen bei mir direkt vor der Haustür. Und ja, jetzt sieht man das richtig, dass er. Und auch der Bordstein macht überhaupt nichts aus. Also ihr kommt damit einwandfrei hoch und runter, ohne dass es da Probleme gibt. Da war auch Katze im Bild. Und einmal hoch und wieder runter. Auch Donuts und sowas sind gut. Da wäre ich mir fast über die Füße gefahren, weil mit einer Hand filmen und mit der anderen Hand fahren ist halt schwierig. Deswegen stottert das auch manchmal beim Fahren so ein bisschen. Das liegt einfach daran, dass ich den Tag niemanden hatte, der mal ein Video machen konnte für mich. Aber das Fahren selber, das ist halt echt cool und das macht auch Spaß, weil er ist halt relativ flott unterwegs. Seht ihr ja. Hier schöne Kreiselfahrten machen. Dann habe ich da noch eine kleine Runde mitgedreht.
weil ich das wissen wollte, wie das aussieht mit vorwärts, rückwärts, wenn ich die nur im Kreis dübeln lasse, weil meistenteils ist es ja bei solchen Fahrten dann so, dass dann erst recht die Reifen abfallen. Aber hier gar nicht. Hier sind die Reifen konstant dran geblieben und es gab damit auch keine Probleme, dass da irgendwo was jetzt abgefallen wäre oder hat sich verabschiedet. Nichts, es ist gar nichts abgefallen. Auch jedes Mal, wenn ich über den Bordstein gebrettert bin, habe ich die Luft angehalten. Oh, jetzt fällt mir das ab oder sowas. Gar nichts, überhaupt nichts. Der verliert auch keine Teile. Und der hat schon ein bisschen Tempo, ne? Und dann voll über den Bordstein zu knallen, da hier so ein Pütz. Das ist halt schon eine Hausnummer, ne? So, und dann kommen wir jetzt nochmal zu den Beleuchtet-Bildern. Beleuchtet sieht das Set richtig geil aus. Meine Frau hat gesagt, das ist die Hölle pur, weil es einfach zu grell ist. Gerade wenn es zu dunkel ist. Ich habe damit schön die Straße erleuchtet. Auch von hinten ein sehr edler Look. Was halt ein bisschen schade war, war wirklich, dass sie dann die roten LEDs da auf diese Steine draufklebt und baut das nicht irgendwie ein, sondern es wird einfach nur drüber gepatscht. Ja, fürs Dunkle sieht das dann gut aus, aber im Tageslicht sieht es dann ein bisschen blöd aus, wenn dann wirklich dieser LED-Streifen also drüber geklebt ist. Dann macht das schon weniger her. Aber ansonsten wirklich top, auch der Einbau wirklich ziemlich easy. Ziemlich einfach, weil ihr könnt auch hinten, da wo die Auspuffe sitzen, das blaue Licht jetzt, das Teil könnt ihr komplett abnehmen, da könnt ihr die ganzen Kabel drunter verstecken, könnt die mitten durchschieben und hat damit keine Probleme, auch an den Seitenschwellern, kein Thema. Da könnt ihr das einfach durch das Modell durchführen. Das Kabel, was von vorne durchkommt, das könnt ihr dann auch in der Frontkonsole einfach nach unten führen und könnt das einfach unten durchschieben und dann wieder hochziehen. Und habt das damit auch prima versteckt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Klebeband und sowas genommen hätte, dann hätte ich die Kabel auch ein bisschen tapen können, damit die halt einen besseren Sitz haben, aber ich bin nicht so der Affine dafür, dass ich das Kabelmanagement vernünftig hinbekomme. Das ist einfach nicht mein Metier. So, und dann kommen wir jetzt mal zur Beleuchtetfahrt im Dunkeln draußen. Das absolute Highlight. Das sieht aus, als wäre so ein Alien-Ding da auf dem Boden unterwegs. Sieht echt klasse aus. Vor allem, es beleuchtet auch gut. Es ist richtig schön im Dunkeln. Hat das richtig Laune gemacht. War so hell auf der Straße, dass sogar die eine Nachbarin mal rausgeguckt hat und hat sich gewundert, was da auf der Straße so leuchtend rumflitzt. Das war echt klasse. So. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das schnelle, kurze und einfache. Ich mag das momentan einfach sehr, auch wenn man mich nicht sieht. Momentan geht's wieder besser, wird langsam besser und ich denke mal, für das nächste Video werde ich mich auch wieder vor die Kamera schwingen, dass ich dann wieder zu sehen bin für euch. Ich habe jetzt schon ein, zwei Anfragen bekommen. Ah, man sieht dich gar nicht mehr und ja, es kommt. Es wird bald kommen. Keine Sorge. Ich trete bald wieder vor die Kamera. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich nicht vorzeigbar bin oder so, sondern das hat einfach nur damit zu tun, ich sitze jetzt hier unten wieder in einem dunklen Raum, ich habe die Fenster jetzt schon den ganzen Morgen zu und kann ganz in Ruhe meine Aufnahme machen, weil ich hier, man hört es ab und zu, dass es im Mund klackert, dass ich Tic-Tacs im Mund habe, damit die Nase halt frei bleibt beim Sprechen, weil ich halt gemerkt habe mittlerweile, wenn ich halt länger als 2-3 Minuten an Tour spreche, ist halt ruckzuck die Nase zu, weil alles momentan immer noch läuft durch die Pollen. Die Gräser sind dieses Jahr ein bisschen aggressiver. Ich habe das auch schon von vielen anderen gehört dazu. Corona trägt ja auch noch seinen Teil dabei. Das Überbleibsel, mir hat es ja bei der Corona-Infektion ja die Nebenhöhlen so ein bisschen verkratzt. Das ist alles nicht so einfach. Das macht das halt dieses Jahr alles besonders und nicht so einfach. Wenn man dann noch, so wie ich, dann hier in einer Eisengießerei arbeitet mit viel Staub und allem drum und dran und hat eine hohe Belastung da und dann ist ruckzuck immer die Nase zu und dann braucht man wirklich erstmal 2-3 Tage, bis ich das alles so ein bisschen akklimatisieren kann. Ne? Ihr hört es, jetzt wird es auch langsam wieder zu, weil die Tic-Tacs langsam im Mund verschwinden. Ja, aber das reicht ja auch. Ich habe für nächste Woche wieder was Großes. Dienstag werde ich mal gucken, ob ich da vielleicht wieder so ein kleines Short-Video zusammenkriege, wie jetzt hier. Das, ich weiß nicht, ob es die einen oder anderen gesehen haben. Wir hatten hier vorne auf der Motorhaube, auf den großen Panels, waren schwarze Striche drauf. Die habe ich alle mit dem Radiergummi weggemacht. Wenn ihr mal gucken wollt, in den Short-Videos ist das drin. Ansonsten, wie immer, denkt, wenn ihr dran, wenn ihr bei Joy bestellt, dass ihr
na, unseren Rabattcode benutzt. Und ansonsten wünsche ich euch da draußen jetzt einen schönen Restsonntag noch. Genießt, bevor der böse Montag wieder kommt. Und alle, die in Urlaub fahren, wünsche ich eine schöne Urlaubszeit. Wir werden ja momentan jetzt auch ein bisschen kürzer treten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.